Vrishabhasana ist die Stellung des Stieres. Vrishabha heißt Stier und Bulle heißt auch gewaltig, männlich. Und Vrishabha ist auch in Indien die Bezeichnung des Sternzeichens Stier. Raffaella zeigt, wie es geht. Ich folge dabei den Anleitungen von Garote in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas. Setze dich auf die Fersen, sodass die Waden gut gedrückt werden mit den Oberschenkeln. Dann neige den Körper etwas zur Seite. Gib beide Ellbogen auf die Oberschenkel, die Handflächen zeigen dabei nach unten. Beide Ellbogen auf beiden Oberschenkel und neige dabei den Oberkörper in der Hüfte nach vorne. Das ist dann Vrishabhasana. Also du sitzt auf den Fersen, der Körper insgesamt leicht nach zu einer Seite, zum Beispiel nach links, Ellbogen auf die Oberschenkel und dann probierst du den Rücken gerade zu halten und dich trotzdem nach vorne zu beugen. Und spätestens hier merkst du, ganz so leicht ist es doch nicht, aber vielleicht siehst du doch, dass es irgendwo Ähnlichkeiten haben kann, wie das Vorderteil, der vordere Teil des Körpers eines Stiers, der gerade sich auf dem Boden ausruht.